31 71 3 hört. Ich weiß, du hast jetzt nicht viel Zeit. Daher wollte ich schnell mal fragen, ob alles bei der Übergabe geklappt hat. Ja, soweit alles bestens. Ich bin bereit. Fein. Dann los. Die S1 fährst du bis Dresden Hauptbahnhof. Dort bekommst du auch einen weiteren Dienstplan. Melde dich bitte, wenn du den Zug dort übergibst. Bis später. Gut, alles klar. Dann bis später. Ja, und damit einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge von Train Simulator 21, der Danny spielt das. Wir stehen heute hier in Coswig an Gleis 3 und fahren, wie ihr gerade mitbekommen habt, eine S1 bis nach Schöna. Und ja, wie man hier sieht, fahren wir schön in den Sonnenaufgang hinein und ich finde sowas mal ganz schön, mal was anderes als immer nur TSW. Und wir stehen hier schon abfahrbereit am Hauptbahnhof und werden gleich unsere Fahrt beginnen. Und ja, wir haben heute als Zuglok eine ganz normale 146. Kein Virtual Railroads Material, sondern ganz normale DTG. Und ich finde, das ist auch mal nicht schlecht. Hinten dran unsere schönen S1 Dostos, wenn ihr auch ganz gut an dem Farbkleid sieht. Ja, Türen gehen zu. Wir werden abfahren. Pünktlich, wie es sich gehört. Natürlich sollten wir erstmal, sonst wird es nichts. So, wir fahren ab. So, erste Station. Radebeul Ost, Dresden Mitte, Dresden Freiberger Straße, Dresden Hauptbahnhof ist dann unsere Endstation in diesem Szenario. So, wir dürfen hier aber erstmal auf 120 beschleunigen. Das heißt, wir werden mal wenig aufschalten. So, und begeben uns in den Führerstand erstmal rein. So, das war's nicht. Machen wir's so. So. Und ja. AFB. AFB. So, AFB 120. Ach, Glück. Nächste Station schon wieder. Natürlich erstmal wieder bremsen. Nächster Halt, Radebeul, Zitzelweg. Ausstieg links. Sehr schön.
So, aufgrund von technischen Problemen bei Train Sim World auf meinem Steam-Konto kann ich heute leider nicht auf TSW zugreifen und muss mich da erstmal später drum kümmern. Deswegen bin ich heute hier und jetzt auf Train Simulator umgestiegen. Aber ich hoffe, es ist kein Problem, weil der Gegenzug. Sind auch 143 dran, die durchfährt, sehe ich gerade. Und ja, deswegen spielen wir heute einfach mal TS Spiel, aber ich denke, das ist auch okay. So, wir fahren weiter. Das ist übrigens die neue Fahrzeit, also der niegelnagelneue von 3D-Zug, die es dort käuflich zu erwerben gibt. Und ja, ich finde halt rund um Riesa Dresden statt, also das die neue Strecke. Kostet dort 9,95. Wer sich das also zulegen will. Auf jeden Fall dort zu finden. Unter anderem. Dort sind sehr viele schöne Szenarien zu finden, die ich finde. Sollte ich mal kämpfen. Nächster Halt, Radebeul, Kötschenbroda. Erlebnismeingut Schloss Wackerbarth. Ausstieg links. Abermals links. So. Naja, ich würde sagen, die Bahnhofsuhr stimmte mal nicht so ganz. Wir haben 7.05 Uhr und nicht 1 Uhr. Naja. Was soll man machen? Es ist halt nicht alles perfekt. So, weiter geht's. So, und ich hoffe, dass ich das Problem schnell lösen kann bei TSW, dass ich dann beim nächsten Video wieder von dort aus ein Video machen kann. Wie gesagt, ich weiß noch leider noch nicht wirklich, was da schiefgelaufen ist. Ich habe Fotos in Instagram gestellt, meine Story, vielleicht könnt ihr da mal schauen und mir Hilfestellung geben, was ich da machen kann. Wäre natürlich sehr nett, wie gesagt, ich habe leider keine Ahnung davon. Ich muss mich da erstmal durchlesen. Irgendwie klingt die Lok auch ganz komisch hier. Meine ich das nur oder hat die einen Schall? Ganz komisch. Nächster Halt, Radebeul Weintraube. Landesbühnen Sachsen. Ausstieg links.
Was mir hier natürlich fehlt, oder was hier generell fehlt, ist natürlich der typische Bremssound der Dostos. Das wäre natürlich noch mehr, noch geiler. Nächster Halt, Radebeul Ost, Karl-May-Museum. Übergangsmöglichkeit zur Schmalspurbahn in Richtung Radeburg und Moritzburg. Ausstieg links. Tja, wir steigen oft links aus. Beziehungsweise die Fahrgäste. Aber ich finde, die Ansagen sind gelungen. Die sind absolut gelungen. Schön mit Erklärung, mit Übergang und hier und da, Sehenswürdigkeiten. Doch, die Ansagen sind gelungen, finde ich absolut. Aber da hatte 3D zu Kälber immer gute Ansagen. Warum jetzt die Tür nicht öffnen, weiß ich nicht. Will ich, weiß ich nicht. Was ist das jetzt wieder? Ach, das ist doch... Endlich. Ach, das wird eng. Das wird sehr, sehr eng. Abfahrt ist 7.10 Uhr. Ja, könnte ich noch schaffen. So, das könnte ich noch schaffen. Da muss ich halt ein bisschen Gas geben gleich. Das wird sehr eng. Eine Minute. Einen habe ich schon verballert. Egal. Egal, egal, egal. Habe ich halt nichts drin. Oder was sagst du dazu? Ach, du hast Kopfhörer auf. Du hörst mich doch sowieso nicht. Naja. Ich wollte nur sagen, der Zug ist weg. Jeez.
Nächster Halt, Dresden-Trachau. Ausstieg links. Tja, hätte ich den anderen nicht verpackt, den hätte ich gepackt. Naja, egal. Was nicht geht, geht nicht. Was nicht ist, ist nicht. Ich war um 7.12 Uhr da. Naja. Muss man nicht verstehen. Nächster Halt, Dresden-Pieschen. Ausstieg links. Also ein sehr einfaches, sehr, sehr einfach gehaltenes Szenario, wie ich finde, nichts Besonderes, kein spektakuläres Szenario, wie ihr gerade gemerkt habt, hatte ich noch aufgeschaltet. Naja, ich glaube, das ist heute nicht so ganz mein Tag, wie man sieht. Türen zu. Ja. Tja, das habe ich komischerweise wieder geschafft.
Nächster Halt, Dresden Bischofsplatz. Zugang zum World Trade Center Dresden. Ausstieg links. World Trade Center Dresden. Das habe ich auch noch nicht gehört. Gibt's das wirklich in Dresden? Wer weiß da Bescheid? Gerne in die Kommentare damit. World Trade Center Dresden. Nice. Ich glaube, da muss ich mal hin. Wieder hier so in der Kurve steht, ist auch nicht schlecht, oder? Geil. Nächster Halt, Dresden-Neustadt. Ausstieg links. Oh, Frame Rate Probleme ohne Ende. Oh. Aber man kann ja sagen, was man will, aber Dresden ist schon eine wunderschöne Stadt. Also, ich war noch nie da, muss ich ehrlich sagen. Aber es zieht mich auf jeden Fall mal hin, weil Dresden ist schon wunderschön, muss ich ehrlich sagen. Wo ich oft war, ist Berlin. Insgesamt schon 10 Mal. Ja, ich weiß, wie kann man 10 Mal nach Berlin fahren, aber mir gefällt Berlin einfach sehr, sehr, sehr gut. Und deshalb bin ich da auch so oft gewesen. Da kommt ein Talent. Und aber was mich auf jeden Fall noch reizt, ist Dresden. Definitiv. Also da möchte ich auf jeden Fall noch hin. Vielleicht, wenn mein Sohn etwas älter ist, dass wir dann da mal hinfahren. Mal schauen. Vielleicht sogar mit der Bahn. Vielleicht sogar mit ICE. Das wäre nice. Das ist auf jeden Fall mein nächstes großes Ziel, was ich erreichen will. Mit dem Zug nach Dresden. Definitiv. So, nächste Station Dresden Mitte. Ach komm.
Komm. So, Dresden Mitte, Freiberger Straße und Hauptbahnhof. Erfolgreich abschließen werde ich dieses Szenario natürlich nicht. Aber ich denke, das ist jetzt auch nicht unbedingt vonnöten. Weil der Sonnenaufgang ist schon nice, also. Finde ich schon. Es ist jetzt natürlich, wie man sieht, kein TSW-2-Szenario, ganz klar. Vom Realismus her, von der Grafik her, merkt man das natürlich sofort. Aber, wie gesagt, Dresden Mitte. Zugang zum Kongresscenter Dresden und zur Messe Dresden. Ausstieg links. Ich hoffe, es ist okay, dass ich euch heute mal dieses Mal ein TS-Szenario präsentiere. Wie gesagt, es ist aus der neuen Fahrzeit von 3D-Zug. Dies ist der erste Teil, wo man mit einer S-Bahn fährt. Es kommen dann insgesamt 6 Teile dort enthalten, indem man dann noch mit einem IC2 fährt. Ich finde, auch ein sehr schöner Zug. Auch mit den tollen weißen Dostos, der 146 hinten dran als schiebende Lok. Ich werde wahrscheinlich in der nächsten Zeit noch ein paar mehr Teile aus diesem Paket präsentieren und werde dann mal insgesamt testen, wie dieses Paket doch so sich spielen lässt, wie es von der Aufmachung her ist, wie es von der Abwechslung her ist, wie es von der Performance her ist. Ja, also ihr könnt euch da noch ein wenig auf mehrere Teile freuen, hier auf meinem YouTube-Kanal. Unabhängig davon, ob ich die... Da kommt zum Beispiel ein IC2 angefahren. Also der ist dann auch halt enthalten. Voraussetzung natürlich, ihr besitzt den. Das ist natürlich die Voraussetzung mitgeliefert. Wird der nicht. Sondern müsst ihr halt schon das Steam erworben haben. Und dann könnt ihr damit entsprechend in den jeweiligen Teilen des Pakets fahren. Wie gesagt, der erste Teil findet mit dieser lokbespannten S-Bahn statt. Bestehend aus der 146 von DTG und die Dostos sind von GBE. Ja, wie man sieht, ganz normale Dostos im Farbkleid der S1 aus Dresden. Schöner. So, Abfahrt. Bremsen lösen und aufschalten. Ich glaube die S1, beziehungsweise S1 sage ich schon. Der IC fährt auch weiter. Ja. Schauen wir uns das mal von oben an. Der IC ist schon lange weg. Das ging schnell. Nur das Signal müsste jetzt auch gleich rot werden. Weil das Gleis ist ja belegt durch uns. Zack, da war der Umsprung. Von Freihof belegt. So, nächste Stadt,
Station Heilberger Straße. Boah, ich kann auch schon wieder bremsen, beziehungsweise Leistung wegnehmen und es langsam reinrollen lassen. Nächster Halt, Hauptbahnhof. Dresden, Freiberger Straße. Zugang zum World Trade Center Dresden. Ausstieg links. Den schaue ich mir jetzt mal genauer an, den World Trade Center in Dresden. Wenn ich den hier finde, wenn der hier aufgebaut ist, dann natürlich warte. Ich da schon mal online einen kleinen Eindruck von kriegen kann. Aber erstmal bringe ich den Zug hier qualifiziert zum Stehen, bevor ich jetzt gleich mich mal nach draußen begebe. Aber ich glaube, ich sollte noch ein wenig reinfahren. Zeitmäßig dürfte das noch drin sitzen. So, da wird es immer brennt. Zack. So, dann schauen wir mal. World Trade Center Dresden. Ist das das? Ist das das World Trade Center Dresden? Glaube ich, kann ich mir nicht vorstellen. Oder ist es hier? Ist es das? Nee, das ist... Wo ist das World Trade Center Dresden? Das sind ganz normale Hochhäuser, würde ich sagen. Ja. Ist hier wahrscheinlich gar nicht abgebildet. Was kommt denn da? Ein IC2! Legt sich in die Kurve. Wunderschön. So. Wir dürften abfahren. Aber rot? Nein, dann Gas. Beziehungsweise Leistung. Aber das World Trade Center Dresden habe ich leider nicht gefunden. Oder ich bin einfach blind und sehe es nicht. Wenn ihr wisst, wie das World Trade Center Dresden aussieht, ob, wo es sich befindet, ob es sich lohnt, dort es zu besuchen, dann ab in die Kommentare damit. Mich würde es sehr interessieren, weil wie gesagt, mein neues Ziel ist Dresden. Und ja, dann möchte ich dann natürlich auch das World Trade Center besuchen. So, ich glaube, wir haben 60. Nächster Halt, Dresden Hauptbahnhof. Ausstieg links. Dieser Zug endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Vielen Dank für Ihre Fahrt mit DB Regio. Haben Sie noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. So oder so ähnlich würde der Satz, glaube ich, weitergehen. So. So, einen wunderschönen guten Tag hier in Dresden Hauptbahnhof. Herzlich willkommen. So, damit endet unser kleines, aber feines Szenario und auch dieses Video.
Wie gesagt, ich hoffe, dass ich das Problem mit TSW in den Griff kriege und ich dann nächstes Mal wieder dort von dort ein Video präsentieren kann. Wie gesagt, ich setze euch gerne den Link darunter von 3D-Zug unter mein Video und das ist wie gesagt der erste Teil aus dem Paket, aus dem neuen Fahrzeitpaket Dresden Schöner. Ich finde ein sehr schönes Szenario, vielleicht ein wenig stumpf gehalten, ein wenig spektakulärlos, wenn ich das Wort so sagen kann. Gibt es das Wort überhaupt? Keine Ahnung. Ein wenig mehr Action könnte schon passieren, aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie die anderen Teile sind. Ich teste es selber gerade erst an. Und ja, wenn ihr es käuflich erwerben wollt bei 3D-Zug, das kostet 9,95. Ja, von meiner Seite soll es das erstmal gewesen sein. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Bleibt gesund, bleibt mir treu, passt gut auf euch auf und ja, die Temperaturen gehen rauf, die Fallzahlen nach unten. Ich finde, so kann es weitergehen. Der Sommer steht vor der Tür. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt es, weil ich habe langsam die Schnauze voll vom Regen. Da kommt unser Gegenzug. Ja, es bleibt mir noch zu sagen. Passt auf euch auf, habe ich auch schon gesagt. Ja, bleibt gesund, bleibt mir treu, macht's gut. Der Danny, der spielt das, sagt ciao, servus und tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye bye.